Die Überquerung einer Highline hoch über dem Silvius Magnago Platz. Dies ist das Symbolbild des Tags der Autonomie 2023, an dem sich auch der Südtiroler Landtag mit einem reichen Veranstaltungsprogramm beteiligt hat. Die spektakuläre Überquerung des Platzes durch den siebenfachen Weltrekordhalter, Basejumper und Highliner aus der Steiermark, Mich Kemeter, soll die nötige Balance bei der demokratischen politischen Arbeit ausdrücken. Die Arbeit des Plenums, in dem sich 35 Abgeordnete jeden Monat für 3,5 Tage versammeln, ist natürlich nur die letzte Phase dieser Vorbereitungsarbeit. Wir treffen uns, um Vorschläge in Form von Beschlussanträgen, Gesetzentwürfen einzubringen, diese zu diskutieren, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Vertretern, Kräften zu finden und dann eine endgültige Entscheidung zu treffen. Auch die Autonomie auf persönlicher Ebene wurde thematisiert. Landtagspräsidentin Rita Mattei und die Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses, Gleichstellungsrätin und Volksanwältin Michaela Morandini, haben eine Broschüre und ein Erklärvideo in leichter Sprache vorgestellt, die vom Monitoring-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der Selbstvertretungsgruppe für Menschen mit Lernschwierigkeiten, People First, erarbeitet wurden und eine barrierefreie Teilnahme an den Landtagswahlen im Herbst gewährleisten sollen. Heuer hat der Südtiroler Landtag zusammen mit dem Südtiroler Monitoring-Ausschuss und mit People First den Schwerpunkt des Tages der Autonomie auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen gelegt. Es ist daraus eine Zusammenarbeit entstanden und in Form auch einer Broschüre in einfacher Sprache, die Step by Step, also Schritt für Schritt, erklärt, wie man den Wahlvorgang erklärt. Als zweites wurde ein Video angeführt, das natürlich auch in Gebärdensprache ist, das in Deutsch und in Italienisch und in absolut barrierefreier Sprache erklärt, eben, wie gewählt werden muss. Wir sind der Meinung, dass die Landtagswahlbroschüre ist wichtig für alle Menschen, nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten, dass sie auch gut verstehen können, wie Wählen funktioniert. Und auch beim Video, das Video haben wir auch gemacht, dass man sieht, wie das Wählen funktioniert. Großen Zuspruch am Tag der Autonomie fanden auch andere vom Landtag organisierte Veranstaltungen, wie etwa das politische Speed-Dating mit den Abgeordneten oder das Café der Begegnung, ausgerichtet von der Wunderbar. Viel Publikum auch bei der Abschlussveranstaltung, dem Vortrag von Mich Kemeter, Basejumper und Highliner und dem Südtiroler Kletterer Florian Riegler, der zahlreiche Erstbegehungen, darunter auch die des Kako Peak in Pakistan, aufweisen kann. Sie sprachen zum Thema Balanceakt und zeigten diverse Parallelen zwischen dem Extremsport und der Politik auf. Es braucht auf jeden Fall Geduld, Entschlossenheit und Leidenschaft. Freunde und mir erzählen Sachen, was wir bei unseren Abenteuern gelernt haben. Wir sind am Berg geht, was wir dabei fürs Leben gelernt haben und versuchen das ein bisschen aufs bürgerliche Leben und auf die Politik zu übertragen. Also die Vorbereitung ist quasi das A und O für diese ganze Aktion. Und dieses Gehen dann ist quasi bei mir, wie wenn ich auf Record drücke, also wie wenn ich dann wirklich einfach funktioniere. Dadurch, dass ich weiß, dass alles im Vorhinein schon auch fein abgestimmt worden ist, ist dann die Überquerung meistens wirklich einfach für mich auch immer wieder eine Bereicherung und eine Flow. Und das ist eigentlich das Schönste. Mhm.